Willkommen zu Radio TV IBS Liberty und Liberty and Peace Now Human Rights Supporters. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort, Autor, Verleger, Herausgeber, Journalist von Liberty and Peace Now Human Rights Supporters und einigen weiteren Medien, beispielsweise British News Flash Magazin, Radio TV IBS Liberty, Regionalhilfe.de, Vorderpfalz aktuell Radio und Fernsehmagazin von 3mnews.org, Nachrichtenagentur, 3M Newswire und einigen weiteren Medien. Sie sehen eine Sonderserie und Bildungsreihe zu den Menschenrechten, genauer zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Artikel 29. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausdrücklich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohls in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. Artikel 29 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, universell gültig für alle Menschen weltweit. Das Engagement für die Menschenrechte ist wichtig und es ist wichtig, auch seine Rechte zu kennen, damit Rechte auch eingefordert werden können. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte finden Sie auch online bei www.libertyandpeacenow.org. www.libertyandpeacenow.org. Dort finden Sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte noch einmal zum Nachlesen. Artikel 29. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausdrücklich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und zu den Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. Artikel 29 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und an der Arbeit für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Weitere Informationen finden Sie auch bei der alternativen Kurzadresse www.radiotvinfo.org, www.radiotvinfo.org und natürlich in den von mir neu veröffentlichten Büchern zu Politik, Gesellschaft, Soziales, Menschenrechte, Kultur und Kunst. Ein Buch, das sehen Sie jetzt hier, das ist Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Dort finden Sie auch noch einmal die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Doch nicht nur die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sondern eine Vielzahl von Beispielen negativer Art, in der es um Verletzungen von Menschenrechten geht, und eine Vielzahl von Beispielen positiver Art, wie es auch möglich sein kann, wenn die Achtung und Wahrung der Menschenrechte, Verständnis und Toleranz im Vordergrund stehen, des Zusammenlebens. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Liberty and Peace Now!